Willkommen zurück zu Kingdom Hearts Birth by Sleep. Yay! Feuerexplosionen! Bam. Ja. Damit ist leider nichts damit getroffen, also war es nicht so beeindruckend. Na, das einzige Nachteil ist halt aktuell, da wir noch keine Magie hast haben, dauert es halt ein bisschen, bis es wieder nachlädt. Aber ich denke, dafür ist es trotzdem ein ziemlich destruktiver Schlag, wenn wir das einsetzen ja. Und irgendwie jemanden damit wirklich treffen. Ja. Allerdings. So in der Richtung Insta-Kill. Ja, ganz so übel nicht, weil wir keinen allzu hohen Magiestat haben. Also es macht extrem viel Schaden. Verglichen mit allem anderen, was wir haben. Oh, wer könnte das nur sein? Keine Ahnung. Ist sie das etwa? Sag mal, hat die nichts zu tun? Außerdem, hat die Königin nicht gesagt, dass die im Schloss rumhängt? Oh, hello. Who are you? Ich dachte, er reißt jetzt das Herz raus. Should I be? It's true then. Her heart is pure light. Nicht nur das Voice Acting, was grausam genug war, aber der die Logik! Die Logik dahinter! Bist du nervös? Nein! Oh, ihr Herz muss pures Licht sein! Sollte ich nervös sein? Oh, es stimmt, ihr Herz ist aus purem Licht! Was? Hey, wait! Don't go in there alone! Out of my way! Out of my way! Irgendwie hat er das ursprünglich einen anderen Grund, wie der im Wald gelandet ist. Ja, ich lass dich gehen, geh in den Wald. Okay. Ja, dann besiege alle Unversierten. Ja. Sind sowieso nicht sonderlich versiert. Vielleicht machst du ja zwischendurch auch mal deine Rüstung an, um sie noch ein bisschen effektiver killen zu können, besser geschützt zu sein oder so. Rüstung? Ich wünschte. Ich habe gehört, damit hat er auch so awesome gute Fähigkeiten und bist mega stark. Ja, hab ich auch gehört. Stark genug, um Super Secret Boss in Kingdom Hearts 2 zu sein. Nee. Ich glaube, du hast nur den vorderen Unversierten getroffen. Ja, aber sie sind uns dann umgebracht, also. Ja. Und wie gesagt, die Hasen sind so mit der nervigste. Das sind übrigens auch Hasen. Ja. Wer mal im Tagebuch nachguckt, sind Hasshasen. Das sind tatsächlich Hasshasen. Ja. Sieht zwar nicht unbedingt so aus, aber es sind Hasshasen. Wenn man ihn so von oben, von weit weg sieht, dann könnten das auch Totenköpfe sein. Aber wenn man so von nahem sieht, dann sind es offensichtlich Hasen. Ne. Meine Fresse, komm her, du fetter Zipfler. Hammer time! Fire! Du bist tot. Brauchst du nicht angreifen, das Tod. Ja, aber ich kann ihn angreifen. Ja, du kannst, aber ich glaube nicht, dass es was bringt. Außerdem, Schlussangriff wurde zu Goldrausch, weil wir genug Gold eingesammelt haben, dass sich unser Abschlusskommando jetzt tatsächlich das erste Mal verändert hat. Aha. Das verändert sich mit Gold, das wir einsammeln? Ja, das habe ich ja mal gezeigt, dass diese eine gelbe Leiste war. Ah ja. Dann eben das, wenn wir Gold sammeln. Ja. Das ist Goldrausch. Wie gesagt, wir mussten Goldrausch gerade mal laden. Entschuldigung. Ja. Sorry? Erwarte nicht, dass ich mir irgendwas gemerkt habe. Also, dieses Spiel hat mich am Anfang so überladen mit allem. Ich bin froh, dass ich die Leisten auf dem Bildschirm auseinanderhalten kann. Hasshasen, sterbt! Oh, Hasshasen droppen Vita. Hasshasen nett. Und Grätsche, Stufe 3. Yay, und Vita Stufe 2. Außerdem Sieg, weil wir haben einen Mob besiegt. Ja. Luftgrätsche halten. Jetzt kann man auch in der Luft grätschen. Ja. Und sich mit Viereck während eines Sprungs blitzschnell durch die Luft bewegen. Steigert die Kommandostufe. Verlängert sich die Entfernung, die du zurücklegen kannst. Mach das weg, ich will keine Tutorial-Karten sehen. Er ist awesome durch die Luft gedasht. Welche ist er? Das besorgt mir halt irgendein anderes Herz. Da führt ein Weg durch den Wald, ich hab sie verloren. That leaves me with just one other option. That leaves me with just one option. Du hast das Herz nicht mitgenommen. Hol dir irgendein scheiß Herz von. Du kannst nicht einen Unversierten irgendwie ausnehmen oder so. Haben unversierte Herzen? Das ist jetzt die große Frage. Das sind ja keine Herzlosen, das sind Unversierte. Ja. Fehlt noch die letzte. Die letzte ist. Müsste hier draußen irgendwo rumliegen. Hervorragend. Das wäre natürlich sehr schön. Oh, da liegt sie. Das war ja schwer. Ja. Ein Freudenkristall. Hurra. Diese guten alten bekannten Items, die wir jetzt finden. Ja. Apfel. Apfel? Apfel? Apple.
Und jetzt müssen wir wieder ganz zurück daschen zu der Königin, oder ja. was? Er will jetzt mit dem Spiegel reden. Hätten wir das nicht über Space machen können? Hätten wir, ja. Ah, nee, ich gehe nicht mitnehmen können. Das ist wahr. Aber wäre das wirklich ein Verlust gewesen? Ja, es sind Erfahrungspunkte für unsere Kommandos und ein paar von den 9999 Gegnern, die wir töten müssen. Das ist wiederum wahr. Vor allem ein paar von den 9999 Gegnern, die wir töten müssen. Ja. Übrigens erhaltene Tat. Übrigens viel wichtiger. Wir haben freie Kommandos. Ja. Und jetzt. Ist das, glaube ich, erhaltene Kommandopunkte, glaube ich. Jetzt weiß ich wieder, wovon du da geredet hast. Und Gold. Ja, aber da wir das Ding auch noch freischalten wollen, gehen wir wieder an den Anfang zurück. Weil man eben nur das Ding nur freischalten kann, wenn man das angewählt hat. Macht Sinn. Und ja, weil andersrum, alles andere wäre ja auch viel zu einfach, schätze ich. Vor allem, weil es so schön ist, dass wenn du ein neues freischaltest, das automatisch angewählt wird, weil du auch bestimmt immer das Neue haben willst. Hervorragend. Ja, ein bisschen warten, bis die Kommandos sich neu geladen haben. Ja, dann kriegen wir noch ein paar Zipfler und einen verwirrten Schatten durch und ja, zur Königin zurück. Komm, du willst mich doch angreifen, weil ich doch. Schön gekontert. Ja. Attacke gestiegen, bringt uns das eigentlich was zu kontern, oder? Ja, es macht Schaden. Ja, gut. Das war unsere Luftgrätsche, die im Moment aktuell extrem schlecht ist, weil sie das da macht. Ich bleibe erstmal für 3 Sekunden in der Luft stehen, ohne mich zu bewegen. Das ist armselig. Ja. Das ist ausgesprochen armselig. Ja, das ist halt Stufe 1 Luftgrätsche. Ich freue mich schon darauf, wenn sie Stufe 5 erreicht hat und dann endlich nützlich ist. Ja, ich glaube 4 ist vielleicht Maximum, aber ja, dann ist sie nützlich. Fire! Fire, Fire, Energiekristall. Ich glaube, er ist tot. Ja. Dann. Erhaltene Taler 10. Zauberspiegelzimmer. Schönes Wort. Deutsches Wort vor allem. Ein typisches deutsches Wort. Wort, Wort, Wort. Ja, Wort, Wort, Wort. How dare you return here, you blundering fool? Fool! What are you talking about? I ordered you to bring me Snow White's heart. Ja, und du bist damit einfach losgelaufen. A request I chose to ignore. You know, you claim to be radiant, but all I see are shadows of jealousy hanging thick on your heart. Ooh, sick burn. Magic mirror on the wall. Consume this fool once and for all. Seit wann hat der magische Spiegel vernichtende Kräfte? Wir wissen es nicht. Sie wusste es auch nicht. Wie es aussieht. Alas, my liege, that I cannot do. I have no power save answers true. Schön, Spiegel. You dare defy your queen? Dude, ich bin ein Spiegel! Ja, tschüss, ich hänge an der Wand! Jetzt hat sie eine Fähigkeit, jetzt hat sie eine Magie über mich drüber gekippt. Oh! Nein, Licht! Kingdom Hearts is light! Hat er uns gerade in den Spiegel gesagt? Ja. Frag nicht. Es macht keinen Sinn, frag. Erinnerst du dich an die Szene aus dem Film? wo sie den Jäger in den Spiegel gesogen hat, als er das Schweineherz gebracht hat? Ja. Besiege den bösen Geist des Zauberspiegels. Wow. Ist das nicht ein schöner Bossraum? Ernsthaft? Ja. Alter, ist das creepy. Nein. Ah! Mach, dass es aufhört. Hilfe. Vor allem, weil der echt auch noch so doof grinst. Ja. Yeah. Ist ja wieder von der Kamera hier schlecht. Hilfe. Ist das eine HP-Leiste von allen Masken? Nein, das ist die eine einzige HP-Leiste, die interessiert. Die anderen waren alles Fakes. Okay. Muss man die irgendwie auseinanderhalten, die Fakes und die echte? Ja, der echte grinst. Ja. Ich finde schön, dass der Spiegel tatsächlich jetzt kämpft, weil wir in ihn reingesogen wurden. Ja. Ach, Alter, damit könnten wir ein Horrorspiel machen. Ja. Goddammit. Oh, Feier hat nicht getroffen. Ärgerlich. It must be
Oh, deine stärkste Fähigkeit. Verschwendet. Haben sie letztlich wieder auf. Ja, eben. Als ob sie will. 3, 2, 1 und jetzt kannst du ihn wieder Feuer explodieren lassen. Na, nur wenn er so wild hin und her dasht, werde ich ihn damit sowieso nicht treffen. Von daher warten wir mal, bis er sich dazu entscheidet, mal wieder still zu stehen. Komm mal, Jura. Bam! Oh, gar nicht so viel Schaden, wie ich erwartet hatte, aber. Okay. Ja, aber er hat schon einen der ganzen Combo, also. Erstmal, wir haben das Feuerbrunst erlernt. Feuersbrunst erlernt. Die überraschenderweise dann aktiviert, wenn wir Feuerattacken einsetzen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, also. Ja, das. Wow, ich wollte es trotzdem mal erklärt haben. Entschuldige. Ja, ist besser so. Naja. Kannst du sehen, was in dem Spiegel passiert? Haben wir den Spiegel jetzt kaputt gemacht? Wir haben gerade den Geist des Spiegels getötet. Vielleicht haben wir ihn wieder zu Sinnen geschlagen. Wer weiß. Wie hast du ihn kaputt gemacht? Ich hit him really hard. Where can I find Master Xehanort? Magic mirror, instruct this knave. Give him the answers he doth crave. Ich find's schön, dass der Text mitwabert mit dieser Runde. Dark he dwells, where war was waged upon the fells. Is that all? Aha. Thanks, that didn't help. Klang aber fast wie ein Haiku. Thanks. It's snowing on Mount Fuji. Ja. Ja, ich muss die böse Königin, die ein unschuldiges Mädchen töten lassen wollte, nicht irgendwie bestrafen oder so. Schon okay. Das ist alles gut. Wir müssen das Mädchen. Ich bin ja nur Verteidiger des Lichts. Wir müssen das Mädchen vor allem auch nicht warnen oder so. Nein. Alles, was er gemacht hat, war Schneewittchen zu treffen. Ja, die hat ein reines Herz. Jetzt ist sie in den Wald gerannt. Jetzt können wir sie ignorieren. Maybe it's time I went. Alleine im dunklen Wald. Ach, die wird schon okay sein. Königin will sie umbringen. Nächste Welt. Na. Außerdem haben wir jetzt den Schatzsucher erhalten. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist schön, ne? Was ist das denn? Ein Schlüsselschwert mit ausgeglichenen Attacke und Magiewerten, aber geringer Reichweite. Was ist das denn? Das sind Minenschienen mit einer Spitzhacke oben dran. Das will ich gar nicht wissen. Ich will nur wissen, wer in aller Welt auf dieses Design gekommen ist. Das Schöne ist, das ist eins von den irgendwie 5 Schlüsselschwertern, die in Kingdom Hearts He auf Android und Tablet und so dann da drauf sind. Cool. Ja, ist das nicht schön? Ach, guck mal. Meister Xehanort redet mit dir mit einem roten Schal, den will ich schon mal gar nicht trauen. Er hat einen roten Schal. Der kam aber irgendwie bekannt vor, der Kerl. Er hat einen roten Schal. Ja. Und das ist nicht Sonic der Igel. Na. No, mein Neckerchip. Yay, wir haben eine weitere Welt abgeschlossen. Pling. Wir haben sogar schon alle Schatzkisten, also wir müssen nie wieder da rein. Ja, außer für den letzten Sticker, glaube ich. Ach ja, da war ein Sticker. Na. Ja, wir wollen ja jetzt Meister Jens Hit persönlich aufsuchen. Ach, das war der Song. Ja. Ja, übrigens ist hier oben immer noch dieses Dings hier, diese Mirage Arena, da kommen wir irgendwann später mal zu. Weil ja. Da. Der Großteil der optionalen Bosse drin ist, den wir mit ihm sowieso nicht machen wollen. Aber da gibt es tatsächlich ein Item zu gewinnen, das wir brauchen, damit wir alle Stories sehen können. Von daher müssen wir da einmal rein. Okay. Der mystische Turm! Ich hab die Welt gar nicht erkannt, nur so von dem Bild her. Ja. Ist halt ein Turm. Ja. Ja, das stimmt. Jetzt kann man sie gut erkennen. Vor allem an der Musik. Ja. Irgendwie sieht das ja alles an. Oh, hey. Warum in aller Welt ist es so leicht, Mickey zu treffen? Ja. Außer wenn du so Radonald und Goofy bist. Davon abgesehen, Mickey, was machst du mit Sternsucher? Wo ist dein goldener Schlüssel? Wo ist dein goldenes Schlüsselschwert hin? Hat er noch nicht. Abracadabra und weg. Pling. Gut, dass ihm Terra nicht aufgefallen ist. Mickey ist offenbar sehr sehr aufmerksam, was das angeht. Ja. Perception Skill minus 3. Ja. Dafür, dass er so große Ohren hat, scheint er nicht besonders gut hören zu können. Der Turm von Disney. Jens Hit. Ja. Mysterious Tower. Man hätte den Welt noch ordentlichen Namen geben können. Naja. Es war mal Twilight Town. Ja, also. Jetzt ist es der mystische Turm. Ja. Also zumindest ein Teil von Twilight Town. Ja. Gut, dann machen wir vorne erstmal die Kisten auf. Warum?
Luftpost. Yay, mehr Luftpost. Außerdem, jetzt wo es keine Herzlosen oder noch keine Herzlosen gibt, müssen wir natürlich Unversehrte rumgüffeln. Ja. Die Mickey natürlich nicht getötet hat. Warum auch? Wer hat das nicht gesehen? Der hat die Otterra nicht gesehen. Ja. Oh, guck mal, neue Zipfler, dieses Mal die Eisvariante. Ja. Vita, Stufe 3 erreicht. Yay, Vita ist auf Max-Level. Das heißt, wir können das nächste Vita leveln. Fusionieren. Außerdem hat Fesselschlag Maximum-Level erreicht. Das heißt, wir können auch Fesselschlag irgendwie fusionieren. Und irgendwas Neues leveln oder so. Oder willst du Fesselschlag drin behalten? Wir können nur Blitz und Vita gerade kombinieren, von daher werden wir das wohl tun. Ich glaube, der war sinnvoll in der Kombination. Vitalität! Vitra. Ja, das ist in der Tat sinnvoll. Ja, können wir nicht dann statt Fesselschlag hier reinpacken. Da wir Vita-Zauber noch ganz oft auf Max-Level brauchen, haben wir ruhig zwei davon dabei, ist auch halb so wild. Mit den anderen drei Angriffen und unserer normalen Kombination sollten die Gegner trotzdem schnell genug sterben. Wir haben schließlich Staubra. Nein, das hilft. Wir werden ja auf jeden Fall nicht krippeln, wenn wir zwei Vita-Zauber drin haben. Ja. Und zusätzlich noch D-Links haben, mit denen wir noch Vita-Fähigkeiten kriegen können. Ja. Neue Kampfmusik haben sie aber auch nicht gemacht für das Spiel, oder? Ich glaube nicht. Manche Bossmusik ist, glaube ich, anders. Bei bestimmten Bossen nachher, aber... Ich hab nichts gegen die Musik. Das Donnerwetter jetzt gerade war übrigens eine von diesen Fähigkeiten, wo man eben dann gesehen hat, dass dann Timing kam. Das wird natürlich jetzt mit aufnehmen, also etwas schwierig, das Timing davon zu treffen, von daher... Ja. Vita. Ja, da bekommen wir nochmal Vita. Das heißt, wir können jetzt durch dieselben Räume hochlatschen, die wir schon in anderen Kingdom Hearts Spielen gesehen haben? Erstmal können wir diese Schatzung holen. Oh, kein Mimik. Dang! Eine Magieformel. Magieformel. Ja, jetzt sehen wir auch, was für Zauber wir in niedrigen Leveln an Zaubern bekommen. Okay. Ja, und jetzt geht's zu Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich wette, diesen Turm haben wir noch nie vorher gesehen. Naja, zumindest nicht mit Unversierten drin. Oh. In der Tat haben wir nicht mit Unversierten drin gesehen. Oh, das ging ja schnell. Ja. My name is Terra. Yes, Ericus's pupil. I've been expecting you. Das würde ich auch mal sagen. Haben die alle Namen mit S enden. Ericus's. Ventus's. Yes, Master Jensen. I thought it best to seek the Mickey Mouse's. Wiser than myself. I am no longer a master. I doffed that mantle. But sir, wasn't that your pupil I passed on the way in? He had a keyblade. You refer wie jeder Drecksack. He too sought guidance here. As a king, he is good and kind. But the way the town has not cured him of impetuousness. He has left with an object whose power he does not understand nor know how to control. Oder der Sternblitzer. Wir wissen es nicht. Ah ja, das war sein Schwert. I'm not sure I even understand what's wrong. Master Xehanort is missing. And now I've learned there's a masked boy who is controlling those unversed on the loose. To arrive at the truth, perhaps you should approach things differently. First, consider them one and the same problem. Master Xehanort and the Unversed are connected somehow? I must not make assumptions. Nein, auf gar keinen Fall. In keinster Weise. Find Xehanort, Terra. That is where you should begin. Ja, das macht er doch sowieso gerade. Yes, sir. Kein Ratschlag. Danke für diesen Nicht-Rat. Das war ja sinnvoll, hier zu sein. Warum sind wir gekommen? I had hoped, Xehanort, your heart would no longer lead you astray. Tja, die Hoffnung hat sich gelohnt. Gut, schön, haben wir auch geklärt. Ja. Jens hätte es unnütz. Währenddessen auf der roten Rakete. Oh Gott. Master Xehanort. Gefunden. Terra. Come see me at once. Ey, ich bin doch so wie... Wohin? Ladezeiten. Komm zu mir, du musst mein böser
Sith Lord Untergebener werden. Naja. Ja, das war der mysteriöse Turm, war eine lange Welt. Gut, dass wir, mal da waren. Dann. Oh, guck mal, Sandwelt. Naja. Ich würde ja sagen, Sandwelt immer Agrabah, aber sieht irgendwie anders aus. Ich hatte das am Anfang für ein weiteres Mal die Welt der König der Löwen gehalten, weil ich das für den Königsfelsen gehalten habe. Im ersten Moment. Ja, wir müssen nochmal hier rein, weil das da ist. Ach, Stecker. Ja, da kann man dran, das weiß ich. Auch ohne irgendwelche Fähigkeiten. Die Tür kommst du nicht durch? Nee, da geht's nicht weiter. Gott, mit Terra. Ich weiß, dass du da ran kannst. Ist ja mit Luftsprung. Why? Ich weiß, dass du da ran kannst, auch ohne den hohen Sprung zu haben. Ich hasse dich, Terra. Ich hasse dich. Aber wahrscheinlich nur, wenn du einen perfekten Sprung machst, oder nicht? Keine Ahnung. Hast du es denn schon mal gemacht? Ich bin bis jetzt immer ganz einfach dran gekommen. Deshalb wundert mich das gerade, dass ich da so Probleme mit habe. Da, geht doch. Luftballon, Sticker. So einfach kann das sein. Oh, guck mal, Disney steht da sogar noch rum. Ja. Hi. Oh mein Gott, Text. Eine Textbox. Das ist die erste Textbox, die wir im Spiel sehen. Ja. Ich und Arrakis sowie auch Xehanort beschritten einst denselben Weg. Wir waren Schlüsselschwertmeister. Schönes Wort. Nimmt die ganze Textbox ein, von links nach rechts. Aber ich zog mich irgendwann zurück und die anderen zwei gingen getrennte Wege. Das passiert den besten Freunden. Ah ja. Gut, dass wir nochmal mit ihm gesprochen haben, weil das hat sich total gelohnt. Nee. Ja, jetzt haben wir auch alles von der Welt gesehen. Hab schon schlimmere Textboxen gesehen. Naja. Wir haben den Schlüssel und den Sticker und alle Schatztruhen. Ja. Und das nächste Mal können wir dann nach Fragezeichen gehen. Dann finden wir vielleicht heraus, was in aller Welt das für eine merkwürdige Welt ist. Ja. Es könnte Olymp sein. Und bis jetzt hatten alle Welten einen Namen dran. Also, dass da Fragezeichen dran steht, ist schon also entweder mysteriös. Ist eine Original World oder Olymp oder Original, sag ich. Okay, bis zum nächsten Mal. See ya. Aloha.